We can be what we want to be. We can be what we want to be. Willkommen zurück zu Bioshock Infinite, Burial at Sea, Episode 2. Und wir kommen ja gerade aus dem chirurgischen Bereich der Handyman und sind auf dem Weg mit der Haarlocke zurück nach Rapture zu Dr. Su Chong. Aber wir müssen doch mal ganz kurz zurück, weil ihr werdet euch erinnern, wir haben ja im letzten Part zwei Wissenschaftler befreit. Einmal diesen hier und dann aber noch einen. Und wenn ihr da mal genau hingeschaut habt, als er aus der Tür herausgerannt ist, hatte der was bei sich am Gürtel hängen. Was das war, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht können wir den ja noch finden, den Freund. Wir haben ja hier Hilfsmittelchen, nicht wahr? Das Spanner-Plasmid. Vielleicht können wir den noch schnell finden, wenn er noch da sein sollte. Und dann gucken wir mal, was der an seinem Gürtel hat. Ich hoffe mal, dass das geht. Ich weiß nicht, werden wir uns natürlich sofort auf den Weg machen. Waren wir hier schon drin? Mal kurz schauen. Kommt mir so, als wären wir hier nämlich noch gar nicht drin gewesen. Ist das richtig? Ach so, das ist wohl eine Art Abkürzung oder sowas. Oder eine Art, keine Ahnung. Oh, jetzt muss der wieder laden. Ach ja, was ja auch noch dazu kommt, denn mein Arbeitsspeicher ist noch nicht da. Gibt es wohl irgendwie Komplikationen? Was ist denn da los? Auf jeden Fall verzögert sich das wohl noch. Er wird wohl heute, aus eurer Sicht heute, immer noch nicht da sein. Und ich hoffe dann halt auf Samstag, ne, morgen, dass er dann da ist. Ob das dann auch so sein wird, das steht noch in den Sternen. Ja, hoffen wir das Beste, ne? Hoffen wir das Beste. Spätestens zum Metro muss er da sein. Ansonsten muss man das Projekt verschieben. Und halt irgendwie mal ein bisschen mehr Zelda aufnehmen. Aber bis jetzt haben wir ja noch Zeit. Also noch läuft ja Bioshock hier. Und daher haben wir noch Zeit. Aber falls das bald nicht mehr der Fall sein wird, dann müssen wir da ein paar Parts Zelda aufnehmen. Naja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ich schätze ja, dass hier Burial at Sea noch ein bisschen gehen wird. Wie lange steht er natürlich auch in den Sternen? Scheiße, wo war denn dieser Wissenschaftler überhaupt? Das war ja hier gar nicht, ne? Das war ja gar nicht in dem chirurgischen Bereich, fällt mir gerade ein. Das war ja doch! Doch war's! Doch war's! Hier in dem Raum. Den Typ haben wir befreit. Und als er rausgerannt ist, hatte der was am Gürtel. Müsst ihr nochmal reinschauen in den letzten Part, falls euch das interessiert. Und auf jeden Fall, ja, scheint der wohl jetzt weg zu sein. Vielleicht finden wir den doch irgendwo. Keine Ahnung, mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuesten Part. Und jetzt werden wir keine Zeit mehr verbrödeln. Jetzt geht's hier weiter. Wir müssen zurück nach Rapture. So. Wir können den Weg nehmen. Ach ne, hier geht's ja bloß runter, ne? Wir müssen den Weg hier nehmen. Waren wir hier schon gewesen? Haben wir hier schon aufgeräumt? Ich glaube nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Zumindest nicht auf dem Rückweg. Okay. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie hübsch dieses Spiel ist. Künstlerisch wertvoll halt, ne? Es gibt klar unscharfe Texturen, wie ihr hier seht, ne? Aber so grundsätzlich, wenn ihr das hier euch mal anschaut, hier zack, Screenshot. Zack. Screenshot. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ein hoher künstlerischer Wert. Finde ich zumindest. Hier könnte man auch Screenshot machen. Ist gar nichts Berauschendes, wird da gezeigt, aber trotzdem irgendwie hübsch. Ah, guck mal, ist das hier extra eingerahmt oder warum leuchtet das? Nee, es wird bloß angeleuchtet von der Sonne. Gut, dann gehen wir wieder nach oben, war es, glaube ich, ne? Sind da runtergefahren. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder hier die alte, die andere Elizabeth und die den anderen Booker sehen. Also eigentlich wir, ob wir uns sehen. Daisy really even had a choice. What do you mean? Right about now, I'm planning a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. But she chose to die for her revolution. What about me?
for all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. Ja, genau. Wieder am Anfang. Du sagst es, Elizabeth. Elizabeth. All these infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. Now I'll take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are. Settling the debt. And say we find her. The old past there damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Oh, huh? Eieiei. Ach, guck mal, Medipacks voll. 5 Medipacks ist Maximum, okay. Die fahren wir auch voll. Na gut, dann machen wir das Ding hier auf, ne? Ah, mit der Haarnadel, guck mal. Obwohl wir 2 Lockpicks gerade aufgesammelt haben. Ach du Scheiße. Ah, nice. First try, baby. Keine Gegner. Stimmt doch irgendwas nett, oder? Keine Gegner? Really? Ich trau dem Braten nicht, ey. Hä? Ruhe? Ein Lärm hier, Mann. So. Der Automat, der bringt uns nichts. Hier nochmal ganz kurz, obwohl hier nichts wahrscheinlich sein wird, ne? So, und jetzt aber zurück nach Rapture, lalalala. Den Wissenschaftler werden wir wohl nicht mehr finden, der uns da weggelaufen ist. Der irgendwas dabei hatte. Hä? Gucke mal. Ach ja. Booker und Elizabeth waren ja jetzt hier. Guck mal, hier liegt der Handyman, den wir ausgeschaltet haben im Hauptspiel. Natürlich nicht an der originalen Stelle, wie wir ihn zurückgelassen haben, aber immerhin. What the fuck? Oh, guck mal hier, da ist auch ein Box-Handyman, ne? Mit so einem roten Zeug an und so. Okay. Jojojojo. Oh, die haben alle schon gelootet hier. Jojojojo. Lolo. Alles gut, alles gut. Lolo. Lolo. Okay. Revolver Munition. Okay, und jetzt aber schnell rein hier rein. Die haben wir voll. Ah, guck mal, hier liegt sie. Die tote Daisy Fitzroy. Hä? Warum ist der Riss jetzt schon hier? Ach, die sind ja mit der First Lady schon abgehauen, ne? Warum? Die andere Elizabeth, die müsste doch dann den Riss auch gesehen haben in der First Lady, oder? Oder nicht? Ich nicht. Wow. Deal is deal. Bring it to Sujong. Ja, ich hab's mitgebracht, du Arsch. Wow. Ich hatte das Partikel zum Anheben des Kaufhauses, aber ich wusste noch nicht, wo ich es platzieren musste. Zurück nach Rapture. Bad Juju. Tipp, ein gut platzierter Gaspfeil kann eine ganze Gegnergruppe ausschalten. Pretty lady put her sample in tube. Then, business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence,
but not relevant to our arrangement. Ja, müssen wir wohl machen, ne? Wir gucken mal ganz kurz hier. Ah, wir haben nur eine Mission. Gut. Suchong! Suchong, we had a deal, now open! Hä? Do you know what they call someone who enters a man's home? Uninvited. A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Li Suchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You served those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity. He'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are. But I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Vorbereitens. I can use the plasmids as traps and then seed the room with them. Ah, ist eine gute Idee. I can find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of this? Sollen wir kurz ruhig? Wir müssen mal kurz überlegen, Mann! Das bringt ja alles nichts, ne? Ja, das ist ja immer bloß das, was wir als Falle aufstellen können. Dark. Without them, the sea would be littered with the detritus. The weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Okay. Das soll bedeuten? Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms. Penner. Oh ne. Oh ne, Houdinis Bleiser. Er ist nur einer. Okay, ich nehme alles zurück. Sind die immun gegen die Fallen oder wie läuft denn das? Guck mal, da hat die Falle ausgelöst, der Arsch. Lol, der ist immun. Moment mal, wir müssen was anderes machen. What the fuck? Had any principles, you wouldn't be scoping a runner.
Angst zu sterben. Aua! Penner! Moment mal. Jetzt ist doch Schluss mit lustig, gell? Oh oh. Das wird mir wehtun, das wird mir wehtun. Nimm doch die andere Waffe, du Sau! Oh. Oh, jetzt brauche ich meine ganzen Medipacks wieder auf, ey. Wo ist die Sau? Warum kann ich den nicht übernehmen? Das ist ja strange, oder? Gott sei Dank muss ich die nicht bekämpfen mit anderen noch, sondern ganz alleine. Jetzt würde mir das Plasmid was bringen, was ich in Bioshock 1 hatte, ne? Um Houdinis Bleiser erahnen zu können. Ah, bist du Schlampe. Scheiße, ey. Auf dem Medipack kostet die Drecksau. Jetzt kommen die anderen Freaks. Ja, ist mir klar. Ich glaube, wir haben es geklärt. Der Houdini-Splicer war natürlich eine harte Nummer für mich, ne? Aber was willst du machen? Betäubungsmunition liegt hier rum, ey. So. Nee. LOL! Was soll ich denn da machen? Verdammte Scheiße, noch so einer! Soll ich abhauen? Soll ich abhauen? Ich glaube, ich hau ab, oder? Ich glaube, wir hauen ab, Leute. Your number's up. So. Nee, falsches Menü. Ach, wir könnten das auch mal ausprobieren, ne? Um Eve zu kriegen und sowas. Und Munition und so. Ach, ich habe aber Angst. Nee, wir machen jetzt mal Regen. Ah, kein Eve, kein nicht genug Eve. Okay. Ist jetzt etwas in der Falle. Do you know how much trouble you caused me? Das hat ja viel gebracht, ey. LOL. Hast du das gesehen? Hat gar nichts gebracht, die Scheiße. Ich hau jetzt ab, ich hau jetzt ab. Lass mich raus hier, du Drecksau! Ah! Boah. LOL! Voll unfair, Mann! Ja, was haben wir denn jetzt hier? Oh, das Ding können wir nicht mal hacken. Dreck. Ich bin fast tot, schaut mal. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Gar nicht, ne? Ohne die Splicer besiegt zu haben. Ach, scheiße. Voll gemein.
Ich will dich hacken, du Scheißding. Come on out. You got my full attention. Kacke, ey. Lol. Das hat mich jetzt da so weggeschleudert. Ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich das Ding kloppe, dreht sich das Ding um, dreht sich es um und haut mich zu Muß. Moment mal, wenn wir das hier vielleicht so regeln, muss man auch. Ich wollte Unsichtbarkeit eigentlich anmachen, aber naja. Scheiße, ey. Wie soll ich denn das dann machen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie viel der eingesteckt hat, dieser verhurte Splicer? Vielleicht einfach durchrennen und dann den Geschützturm übernehmen oder was? There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Ja, nee, ist schon klar. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. Ja, aber wir haben keine vernünftigen Plasmide, du dumme Sau. Surprise them. Take them down one by one. Ja, ja, one by one, sei ruhig, ey. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Du dummer Arsch, ey. You know the value of the shark. Without them, she would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you. Ich versuche es einfach, den einzufrieren, ne? All die Fresse rein, du Arsch. Sharks do for the ocean. These men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. Ja, ja, ich weiß. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. Naja, ich weiß. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms. Ja, 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 ja. Oh, lol. Guck mal, voll Babyfax. Lol. Ran off? The hell was that? Get out here where I lol, geiler Scheiß. Das Frostplasmid kickt das Frostplasmid. Das Frostplasmid bringt's ja voll, ey. Hammerhart. Don't walk away now. The fun's just beginning. Hä? Wir sind der zweite Frost. Der zweite Houdini-Splicer. Oh. Wir brauchen das I von oben. Wo ist es? Die war irgendwo drin gelegen, ich weiß es. Da oben. Nee. Kann doch unmöglich alles gewesen sein, oder? Oh! Where is she? Lady, you're working my last nerve! Da hinten. There's the girl! Ey, das ist kein Eve. Scheiße. Oh Mann!
Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Und dann komme ich nicht mal weg. Ach, sei ruhig. Ich will das nicht mehr sehen. Oh, ich muss mir das, angucken. Ich kann es nicht wegdrücken. Ja, aber wenigstens mal Zeit, hier einen Schluck aus der Cherry Coke zu nehmen. Eigentlich gar nicht schlecht gelaufen, oder? Bis auf das Eve-Mangel irgendwie zum Schluss. Oder den Eve-Mangel? 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. So, wo war denn jetzt nochmal das Eve gelegen? Eine Flasche ist unten. Die liegt direkt da. Ach, eine ist im Frostraum, ne? Die eine. Ah, hier ist noch eine. Lol, bin ich voll dran vorbeigelatscht, Mann. Booker. I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see? Halt die Fresse, du Arsch. Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, she would be littered with the detritus and the weak. The men who come for you have much in common with those animals. But sharks do for the ocean. These men do for rapture. Haben wir schon gehört, dein Scheiß, du dummer Penner. I'll tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. Ja. I cannot save your Sally, but I can save you. Du, Time. Der Ryan, der You're Penner, not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rules. Aufnahme abgebrochen und wieder gestartet und weiter geht's. So, und jetzt mal ganz, ganz, ganz entspannt, ja? Was denkst denn du, was ich alles kann, ey? Where is she? Lady, mach, das ist doch dumm, ey. Something better across in the two of us! Wir brauchen Eve. Dringend. Da unten liegen nochmal Zigaretten. You can't keep running forever. Na komm rein, du Spacken. War es aber noch nicht. Jetzt geht es nämlich weiter. Get back here. Not in the mood for this hide and seek. Okay. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie viele Wellen da noch kommen. Don't make me hunt you down like an animal. We're not all easy targets, you get me? Oh, du aber anscheinend schon. I beat your sharks, Ryan. Oh. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Lol, wie sie schnarchen, was ist das? Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on the lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating.
fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Warum sind da Gegner? Warum ist hier Schießerei am sein? Schießen da Ryans Männer gegen Fontaines Männer? Also gegen Atlas Männer? Oder was ist gerade hier los? Wir gehen gleich los. Nur noch mal kurz hier auftanken. Vielleicht irgendwas, was wir noch was wir verbraucht haben. Pfeile wären vielleicht gar nicht schlecht. Bolzen meine ich natürlich. Oh Gott, wie viel Zeit wir jetzt verbraucht haben, oder? Für diesen Kampf. Aber es war auch schon ein anspruchsvoller Kampf, finde ich, ne? What? Alter, was war das? Wo war das noch gleich? War das nicht, ich glaube, ich habe eine Idee, wo es war. Gegen wen kämpfen die jetzt ernsthaft gegeneinander, oder wie? Habe ich das jetzt zu verstehen? Wer ist denn jetzt böse und wer gut? Ich probiere das, also jetzt aus unserer Sicht zumindest. So. Oh mein Gott, ich will wieder nach Columbia. Boah. War das jetzt gut, schlecht, mittel? Ah, die scheint uns nicht anzugreifen hier. Guck mal, die scheint uns nicht anzugreifen hier. Ich glaube, wir müssen zum Mende-Dingsbums-Lounge hier. Manta Bay. Mal hier vorbei, Kumpel, danke. Schnauze voll, ey. Wir hauen jetzt ab hier. Wir hauen jetzt ab hier. Scheiße. The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator shaft. When the backup arrives, we'll go in and take them out easy. Easy, ja. Nothing's better than crossing the two of us! Alright, forget it. Who's here? Been expecting you! About goddamn time you showed! Pepper, stupid. Time's up, you goddamn twist! Ja, kloppen tot, Mann. Ja, ihr habt wahrscheinlich nicht mehr gehört, was ich gesagt habe. Ich habe noch gesagt, oh nee, oder? Und ihr könnt das schon erahnen. Hier ist ein Houdini-Splicer, der gerade versucht, auf mich zu schießen. Und ich glaube, dem kann ich nicht mehr ausweichen. Aber schauen wir jetzt mal, ne? Lol. Habt ihr das gesehen?
Oh mein Gott. Können wir den vielleicht betäuben? What are you here for, sister? You won't be anywhere hiding. Mit dem Pfeil und dann... Wir gehen erstmal zurück. Vielleicht können wir uns noch Eve kaufen. Oh, Eve. So, da ist ein Automat. Oh. Oh nein, der ist mir gefolgt! Der Penner ist mir gefolgt! Wo ist er? Na komm her, du Arsch! Der traut sich nicht. Get back here. Now you're in the soup. Klasse. Ach, kämpfen die gegen den oder was? Ah, sieht so aus, oder? In der Tat. Geil. Oh. Lol, ja, nee, ist schon klar, Mann. Ist schon klar, habt ihr das gesehen? Was der für AE raushaut mit seiner Scheiße. Voll unfair, Mann. Zurück zu meiner Mami. Na, wir haben ein bisschen Geld, ne? Medipack und nochmal Zigaretten. No refund, no return. Don't think you can hide. Okay. Ich glaube, wir haben es unter Kontrolle. Jetzt diese Houdini-Spleiser, das muss er jetzt auch nicht sein. Wo ist denn der Big Daddy, wenn man ihn mal braucht? Ist der nicht mehr da oder was? Was soll denn der Scheiß? Okay, jetzt aber weg hier. Weg hier, Mann. Weg hier, Mann. Weg, 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 weg hier, Mann. Weg, 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 weg hier, weg. Und da laden wir noch mal nach. Und da laden wir noch mal nach. Ich habe da schon wieder einen Houdini-Splicer gehört. Nee, oder? Nee. Nee, die machen nur Spaß mit mir. Ach, tatsächlich noch eine verdammte Axt. Welcher ist denn jetzt der Houdini-Splicer von denen? Oder ist der nur gerade nicht da? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will zurück zu meiner Mami, Mann. Da ist er. Who is there? Come on out. Da ist er, komm. Komm her. Na komm, schon zu mir. Na komm. Na komm. Gut, 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 gut. Sei ein braver Splicer. Sei ein braver Splicer. Diese scheiß Glasscherben. Ne? Da hinten ist er. Der Penner. Sieht er mich? Oh, der steht da hinten rum, ne? Twist!
rest. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich unter Kontrolle, oder? Can't keep running forever. Enough. You know what? Get back here. Oh, immer noch zwei. Party's over, huh? Nämlich hier einen Tipp bekommen von jemandem, der diesen DLC schon durchgesuchtet hat. Den Tipp haben wir noch gar nicht bekommen. Und den Tipp habe ich gerade eben angewandt, unbewusst allerdings. Und zwar, wenn man irgendwo runterspringt und in der Luft dann die Ducken-Taste gedrückt hält, dann landet sie leise. Scheiße. Automat. Und da kaufen wir uns jetzt Eve. Und Pfeile. Gott sei Dank. Glücksschwein, ohne Spaß. Das ist original Glücksschwein. Zum Glück hat normalerweise nur der kleine assige Dicke. Lol, es hat doch geklappt. Lol. Sei ruhig. Oh Gott. Wir müssen demnächst mal den Part beenden. Denkt mal mit dran. Spätestens wenn es bei mir im Hintergrund Bing macht, dann ist es soweit. Weil dann ist mein Essen fertig. Falls ihr das überhaupt hören solltet. Den klopp mal. Zumindest versuche ich's. Hallo. Na, Buddy. Best Friends, wa? Arschloch. So. Immer noch Gegner. Brauchen dringend mal einen Save Point. Medipack hätte ich jetzt schon bald gesagt. Nee, Medipack brauchen wir im Moment nicht. Haben wir hier gerade irgendwo Gegner ausgeschaltet? Wo liegt denn das Zeug von denen? So, da oben ist irgendwo gleich der Aufzug, den wir benutzen können jetzt. Dank Atlas Erlaubnis. Dieser Arsch, ey. Okay. Geh nochmal ganz kurz hinter die Theke. Weil da haben wir ja auch einen ausgeschaltet. Immerhin. Besser ist gar nichts. Ich glaube, wir gehen weiter. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Aber das ist so spannend. Andrew Ryan hat uns also bemerkt. Dieser Hohlkopf, ey. So ein überheblicher Schwachkopf. Das ist wirklich ein Schwachkopf, ey. Ryan says the girl's gotta die first. I don't ask questions. Na 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 na. It's
kriegst du eine reingekloppt. Na, bist du wieder froh. Boah, meine Fresse, das war spannend, finde ich. Jetzt zeige ich euch natürlich noch einmal ganz kurz hier, dass das auch kein Zufall war mit dem... Leise landen. Yeah, tschüss, Kumpel. Bye, bye. Bye, bye. Auch übrigens hat der kleine assige Dicker, ne? Ich habe ja gesagt, einer hat mir einen Tipp gegeben. Das war der kleine assige Dicker mit dem Runterfallen. Und der kleine assige Dicker hat den Raum hier nicht gefunden, weil er alle Notizen nicht gefunden hat. Oh, das ist so doll. Oh, was soll ich dazu sagen, ne? Keine Ahnung, der Typ halt, ne? Keine Ahnung. So, pass mal auf. Gesehen? Geil, oder? Geil. Moment, ich mach's nochmal. Diesmal nur die Steuerungstaste einmal drücken. Mal sehen, ob es dann auch klappt. Ah, geht auch. Gut. Wunderbar. Dann wissen wir da ja jetzt genau Bescheid, wie es ist. Und jetzt gehen wir in den Aufzug und dann gibt es bestimmt einen Speicherpunkt. Wie viele Bolzen wir da jetzt hier haben, oder? Wir hätten jetzt bestimmt locker 10, 15 Bolzen hier aufsammeln können. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you, my best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. It's like watching Isaac Newton die in a house fire, in a vain attempt to save his cat. Speicherpunkt, wunderbar. Speicherpunkt, das bedeutet natürlich Part-End-Zeitpunkt. Und ja, wir haben 47 Minuten erreicht, ich beeil mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was haltet ihr vom Erscheinen, vom Auftreten von Ryan? Was kann man davon halten? Er weiß, wer wir sind. Miss Comstock hat er zu uns gesagt. Gute Frage, ne? Da würde mich ja jetzt interessieren in Bioshock 1. Ich bin mal sowieso gespannt, wie geht denn das dann auf? Das soll ja alles irgendwie logisch aufgehen. Alles ergibt auf einmal Sinn. Ihr werdet euch jetzt fragen, das kann doch gar nicht sein, weil Bioshock 1 und Infinite und dann, das war doch alles so rätselhaft und weiß der Geier, was stimmt. Aber das soll laut den Aussagen, die ich gehört habe, logisch aufgehen. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen dann... Oh nee, Super Meat Boy. Wir hören uns dann morgen zu Super Meat Boy und dann bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende natürlich noch. Schnell, ne? Ja. Mein Essen ist fertig. Ich muss rüber. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss.